Ein guter Koop-Modus, der kann ein durchschnittliches Spiel retten. Diese Weisheit gilt nicht erst seit heute. Nur stellt sich da die Frage, wie zum Teufel kann das sein? Die Spiele werden ja plötzlich nicht auf magische Art großartig. Der Grund, er kann also nicht bei den Spielen selber liegen. Langjährige Gaming-Clubs zu sehr erinnern sich vielleicht noch an unser Let's Fail zu Resident Evil 5. Wir lieben die Serie, wir liebten Resi 4 und hatten große Hoffnung bezüglich Teil 5. Resident Evil 5 ist nicht so schlimm, wie es hier und da gemacht wird, aber halt auch eine deutlich andere Spielerfahrung als eben Teil 4 und von daher waren wir und viele andere auch enttäuscht. Christian und ich haben uns aber trotzdem an das Spiel rangetraut und die Wahrheit ist, keiner von uns hätte das Spiel so lange gezockt, wenn wir es nicht zusammengespielt hätten. Bei Resi 5 kann man nun natürlich argumentieren, das Gameplay war auf den Koop ausgelegt, das Spiel alleine zu spielen ist blöd, das wollten die Entwickler auch nie so haben, es gibt zwei Spielfiguren, natürlich müsst ihr es zusammenspielen. Diesen Faktor blenden wir mal komplett aus, denn der ist nicht relevant für die Lösung auf unsere Frage. Als Nachfolger zum vierten Ableger hatte man bezüglich Resident Evil 5 große Erwartungshaltungen, vor allem beim Gameplay. Diese konnte das Spiel aber ebenso wenig erfüllen wie die Hoffnung auf eine spektakuläre Story. Als großer Freund der Serie war man also durchaus enttäuscht und auch als Serienneuling konnte man durchaus seine Probleme mit dem Game und Gameplay-Design haben. Nein, Resi 5 war kein schlechtes Spiel, aber halt auch kein geiles Teil. Der Koop-Modus aber schaffte etwas, was eben auch nur ein Koop-Modus schaffen kann. Er täuschte über die spielerischen Schwächen hinweg und ließ sie sogar verblassen. Sie sind zwar noch da, aber man bemerkte sie nicht mehr. Oder besser gesagt, man hat sie ausgeblendet. Nur, wie kann das sein? Die kurze Antwort zuerst, weil Zusammenspielen halt mehr Spaß macht. Beschäftigt man sich aber mit dem Thema ausführlicher, dann liest man viele Analysen und Einschätzungen von Psychologen. Die haben sich natürlich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt, warum ist Resident Evil 5 im Koop nicht so scheiße wie alleine, sondern mit der Thematik, warum kooperative Spiele wichtig für Menschen sind, ihre soziale Kompetenz stärken und Glückshormone freigeben. Die Videospiele sind hier nur der Mittel zum Zweck. Berichte über den Wert und die Stärke von kooperativen Spielen gab es schon vor über 30 Jahren. Damals ging es aber nicht um Videospiele, sondern um Gesellschafts- und Aktivitätsspiele. Glaubt man den psychologischen Analysen, dann ist es auch relativ egal, ob man draußen in der Natur spielt, zu Hause am Küchentisch die Würfel rollen lässt oder auf dem Sofa Köpfe zerplatzen lässt. Kooperative Spiele fördern die prosozialen Fähigkeiten wie Teilen oder Freundlichkeit. In manchen Bereichen wird das gemeinsame Spielen daher auch als Therapiesegment eingesetzt. Glaubt man den psychologischen Analysen weiter, dann bereiten kooperative Spiele nicht größtenteils Freude, weil sie so tolle Spiele sind, sondern ebenfalls logisch, aus psychologischen Gründen. Einer der wichtigsten Faktoren ist dabei das Zugehörigkeitsgefühl. Ein gefühlt wertvoller Teil von etwas zu sein, stärkt nicht nur die eigene Wahrnehmung, sondern versetzt den Menschen auch grundsätzlich in eine selbstzufriedene Grundhaltung. In einem Videospiel wie Resident Evil 5 kann dieses Gefühl erreicht werden, indem man halt seinen Spielpartner hilft oder dafür sorgt, dass besonders mächtige Gegner in Schacht gehalten werden. Ein weiterer wichtiger Faktor soll der No Contest sein. In einer Welt, in der es mehr als jemals zuvor um Leistungsdruck, Vergleiche und Konkurrenzdenken geht, sind Aktivitäten mit einem No Contest wichtig. Sie befreien uns nämlich von all diesem Druck. In einem kooperativen Spiel treten wir nicht gegeneinander an, wir vergleichen uns nicht und, ganz wichtig, wir besiegen uns nicht gegenseitig. So abgedroschen der Spruch auch klingen mag, aber für uns als Mensch ist das gemeinsam etwas erreichen ein super wichtiger Faktor. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob ihr gefühlt einen großen oder kleinen Part für das Erreichte eingenommen habt. Ein kleines und auch etwas losgelöstes Beispiel. Euer Freund oder eure Freundin kann ein Gewicht von 100 Kilo heben. Ihr selbst schafft mit eurem Stummelarmen aber nur 10 Kilo. Nun möchte euer Freund bzw. eure Freundin aber 110 Kilo heben. Dies kann er oder sie nur schaffen, wenn ihr die Aufgabe zusammen angeht. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, dass ihr selber nur 10 Kilo heben könntet. Denn Fakt ist, ohne eure Hilfe wäre es einfach nicht möglich gewesen, das 110 Kilo Gewicht zu heben. Ihr wart also ein wichtiger Teil der Lösung. Ebenfalls wichtig übrigens die Kommunikation. Ihr redet miteinander, erlebt miteinander, feiert Erfolge miteinander und habt einfach eine gemeinsame und gute Zeit. Die soziale Interaktion gibt euch einfach ein gutes Gefühl. Diese genannten und auch viele kleine weitere Faktoren zusammen führen hinten raus zu einer Sache. Ihr fühlt euch glücklicher und daraus resultiert, habt ihr auch mehr Spaß am Spiel.
Dass Spiele also Spaß machen, die einen kooperativen Spielmodus gut umsetzen, liegt weniger an den spielerischen Finesse der Entwickler, sondern viel eher an der psychologischen Wirkung. Natürlich können gut gemachte Spiele dieses Gefühl noch extrem verstärken, keine Frage, aber warum ein durchschnittliches Spiel im Koop mehr Spaß macht, liegt halt einfach an unserem menschlichen Wesen. Und jetzt seid ihr auch nochmal gefragt, an welche Spiele erinnert ihr euch so, die halt alleine absolut grauenhaft waren, aber im Koop-Modus habt ihr sie abgefeiert? Schreibt eure Vorschläge mal in die Kommentare und wenn ihr 3 Vorschläge von mir hören wollt, bitteschön, Resident Evil 4, Assassin's Creed Unity und, ja, ich weiß, viele Leute mochten das Spiel, aber ich nicht, Ghost Recon Wildlands.